Und damit herzlich willkommen zurück zu das schwarze Auge Satinas Ketten. Wir befinden uns jetzt auf dem großen Greis, nachdem wir nach etlichen Suchen dann doch den Schlüssel gefunden haben. Ja, und wir haben jetzt hier eine Tafel gefunden, auf der 4 Zeichen draufstehen, was aber keinen Sinn ergibt, denn wir brauchen 5 Zeichen. Und deswegen versuche ich das jetzt mal dem Giacomo zu geben. Und ich hoffe, was soll er dazu schon sagen? Er sagt dir, was damit gemeint ist. Aus Marika, Artefakt des Heers, Fienzauber, Hafer, Rabenspitze, Seelenwanderung, zurück. Ach, siehst du mal hier. Rabenspitze, verdammt, vielleicht in einem der anderen. Okay, hier geht's also nicht. Zurück. Historia. Raben. Hier steht etwas von einer alten Schlacht bei der Burg Rabenspitze. Aber kein Wort davon, wo diese Burg liegt. Mathematik. Viele Krämen. Mehr muss ich. Okay, gut. Hier finden wir also nichts dazu. Bücherwurm. Yay. Vielleicht hat er jetzt doch wir müssen einen reden. Tipp für mich. Was bedeutet Eius Causa Discimus? Magister Eichwart wiederholt immer nur diese eine Formel. Aha, das kann ich dir sagen. Es bedeutet, ihretwegen lernen wir. Ein bekannter Spruch unter Gelehrten, der sich auf Hesinde bezieht, die Göttin der Weisheit. Was will der Magister damit sagen? Beim Barte des Kobolds, wenn ich das wüsste. Der Wahnsinn hat wohl auch... Bin gleich zu... Okay. Moment, Adel, wir müssen reden. Das geht ja vielleicht auch noch. Vielleicht, da gibt es ja mehr Optionen. Was wisst... Was genau... Wer ist... Die Vize... Er hat sich seit... Du findest die... Doch, er hat die... Bin okay. Gleich... Das bringt also alles nichts. Wir müssen also das Rätsel so lösen. Wir müssen 5 Tafeln... Okay, wir müssen 5 Tafeln umstimmen. Nehmen wir das unsere, da gibt es Zahlen. Ich gucke aber, ob ich das nochmal anschnippen kann, also. Eius Schrifttafel. 5. 1, 2, 1, 3. Eins, zwei, drei, vier. Ach, mit Braios geht's anscheinend los. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 3. Ich verstehe nicht gar Brei mit. Jetzt ist Breiers nicht mehr blau. Okay, ich gehe mal zurück. Ist er jetzt wieder blau? Nö, jetzt ist er nicht mehr blau. Woher soll ich denn wissen, mit wem ich beginnen soll? Also, Hesinde wäre das einfachste, aber ich meine, ich brauche 5 Zahlen. Ich habe hier 4 Zahlen drauf stehen. Das ist eindeutig eine 5. Das ist eindeutig eine 1 und das ist eindeutig eine 3.
Das könnte eindeutig eine 2 sein. Und was würdest du mir dann sagen, soll das hier bitte sein? Das ist ja totaler Scheiß. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, eins, zwei, eins. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Es waren schon vier, diesmal waren es vier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1. Nee. Das hat nicht funktioniert, Moment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, wieder nicht. 5, 1, 2, 1. 1, 2, 3. Ich habe echt keine Ahnung. Es gibt ja auch keinen Weg irgendwie, das Rätsel zu lösen. Bin ich blöde? Die Frage stelle ich mir so oft und jedes Mal ist es wieder irgendeine Kleinigkeit, die. Andergast vivat. Andergast. Yeah. Fatum etten. Ach, jedes Mal dasselbe Scheiß hier. Quod de bene vertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eius causa discimus. Quod de bene vertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eius causa discimus. Ich hasse ihn. Eius causa discimus. Wir gehen nochmal zu dem Typen hier. Jetzt will ich nochmal genau. Wir müssen reden. Wissen, was Eius causa discimus hieß. Jetzt sagt das mir natürlich nicht mehr. Ich hasse dieses Spiel. Nein, eigentlich nicht, aber. Wenn gleich. Quid est. Was ist wahr? Keine Ahnung. Sehr nah. Pro. Für die Weisheit. Ich sterbe lieber. Wie wäre es denn? Nee. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Was ist an dem Spruch, höre nicht auf zu lernen, tiefsinnig? Nur so gefragt in die Runde. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Spruch hieß von jetzt habe ich den Namen, ich glaube Helsinde heißt sie, von Helsinde lernen, Göttin der Weisheit. Windling würde sich die Haare nicht so. Das geht auch nicht. Okay, ich versuche nochmal das Messer. Nicht so. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1. Und wenn ich nur 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Der grimmige Firon. Hoffentlich hat Gwindling den Weg in deine Jagdgründe gefunden. Die Göttin der Weisheit hat in Andergast einen schweren Stand. Zu Ingerim beten die Schmiede.
Okay, warte mal. Eins wäre sie. Dann 1, 2, 3, 4, 5 wäre er. Die nächste Zahl wäre 2. Und dann kommt 1 und dann kommt 3. Ich bin. Es ist nicht so, dass ich irgendwie gedankenlos wäre. Nein, 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 das ist vollkommen logisch, was ich hier tue. Alter. Die Göttin der Liebe, warum hast du all zu eng? Pereine segnet unsere Ernte. Glück und List, noch hat Fex mich nicht verlassen. Die wandelbare Eidechse Ingwal, von manchen auch Zar genannt. Der grimmige Firun, hoffentlich. Der Herr über das Tod Nuri wirst du noch nicht bekommen, aber den Seher werde ich bald zu dir schicken. Travia, treu, fürsorglich, verlässlich und ein bisschen langweilig, aber das habe ich nicht gesagt. Der unberechenbare Meeresgott. Die Kriegsgöttin steht uns im Kampf gegen Nostria bei, meistens. Praios, der Götterfürst, erster unter den Göttern. Erster unter den Göttern, deswegen hat er also blau geblinkt vorhin. Alles klar. Wenn ich das von ihm mal versuche, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, okay, es macht 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 3. Das macht alles keinen Sinn. Ich werde es jetzt noch einmal versuchen. Es tut mir leid, aber das Rätsel werde ich dann mal. Ich werde es nachschauen, aber ich werde es auf jeden Fall mal alleine machen, weil das, ich kann es hier nicht 2 Folgen lang mit so einem Rätsel verbringen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Hesinde, Firun. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ja, okay. Man kann sich auch selten blöder anstellen, muss ich jetzt mal gestehen. Wie das in meinem Fall gerade der Fall ist. Und zwar handelt es sich hier bei dieser Zahl um eine 12. Ich bin jetzt nicht von 12 Sternzeichen ausgegangen, weil ich auch gar nicht nachgezählt habe. Aber okay. Hier ist der 8. 2., 3., 4., 5. Dann haben wir den 12. Dann haben wir den 1. Und dann haben wir den 3. Ja, sorry, das war wirklich meine Schuld. Oha. Der Leuchter lässt sich weder rauf noch runterziehen. Das nenne ich mal gut versiegelt. Endlich eine Schrifttafel in meiner Sprache. Was leider nicht heißt, dass ich auch alles verstehe. Der Käfig des Asmodeus, zur Verwahrung wertvoller oder verbotener Artefakte. Von kulminativer Schadensmagie umgeben. Besondere Obacht ist geboten. Die Schadenskraft überträgt sich auf jedes Subjekt oder Objekt, das mit dem Käfig in Berührung gerät. Sei es direkt oder indirekt. Was in den Käfig hineingerät, kommt somit nimmermehr hinaus. Unsichtbare Kraftfäden halten das zu verwahrende Desiderat im Mittelpunkt des Käfigs. Das heißt, egal was wir machen, wir zerbrechen es. Wie jetzt? Geht kaputt.
Das wäre so einfach gewesen. Okay. Wir dürfen es nicht berühren. Dann ist es vielleicht nicht so intelligent gewesen, diesen Kerzenleuchter darunter darüber aufzuhängen. Denn so könnte ich zum Beispiel... Das hilft auch nicht weiter. Das hilft nicht. Okay, aber wir haben eine ganze Menge Zeug dabei, was wir da runter sausen lassen könnten. Können wir den Hut da reinspannen? Aha. Leer. Okay. Die Hutspitze zeigt jetzt genau auf das Artefakt. Kann ich da vielleicht ein Speer reinschieben? Das kann ich best. Das wäre ja auch ziemlich seltsam gewesen, aber man könnte ihn damit ja natürlich direkt so flupp. Ich könnte natürlich das Messer probieren, bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Ein Trichterhut. Okay. Wein? Dann fließt der Wein durch das Loch in den Käfig. Oder durch den Käfig hindurch? So oder so, dem Artefakt bringt mich das noch nicht näher. Okay. Wenn wir den Wein anzünden? Ach was. Ja, das wäre auch ziemlich komisch. Wenn ich das Messer jetzt da reinstecke. Wie komme ich darauf? Geht nicht, okay. Leer. Tonkuh geht immer noch nicht da rein. Keine Zeit für Experiment. Anzünden geht natürlich auch nicht. Rezept, Weinkaraffe, Zauberglas. Das kann ich besser. Wenn ich es zerbreche. Um der alten Zeit. Wäre nicht das erste. Wird doch nichts. Okay. Kann ich das? Hm? Nein. Geht auch nicht. Kann ich? Wozu? Das frage ich mich gerade auch, aber irgendwas muss ich ja da rein tun jetzt, oder? Die Mistgabel da rein wäre sinnlos. Haben wir auch schon probiert. Kann ich eventuell... Ich lasse es so. Lässt er so. Ich muss dringend mal wieder... Ja, ja. Ich kombiniere jetzt einfach mal alles mit dem... Ja, viel mehr habe ich ja nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich habe ja nichts mehr. Zauberbarium wäre auch ziemlich blöd, wenn ich das da reinlegen müsste. Ach was. Der hölzerne Reif des Sehers. Die Magier haben ihn einfach wie ein Vogel eingesperrt. Auch Feenmagie kann die Macht des Käfigs nicht brechen. Okay. Ich schwemme den Reif mit Wein aus dem Käfig. Au! Diese Kraft durchdringt alles, was mit ihr in Berührung kommt. Dann machen wir das über den Links hier oben, aber das willst du ja irgendwie nicht. Oder will er es noch auffangen? Ich weiß es nicht. Ich höre nochmal genau auf seinem Satz laut. Dann fließt der Wein durch das Loch in den Käfig. Oder durch den Käfig hindurch? So oder so, dem Artefakt bringt mich das noch nicht näher. Ich repariere die. Das kann ich jetzt bis... Ja, okay. Leer. Da, okay, das geht auch nicht. Kann ich eventuell...
mit der Mistgabel so hier so ein bisschen die Schrifthaare kaputt machen? Das kann ich besser. Sonst habe ich hier auch nichts, gell? Käfig, Artefakt, Zauberhut. Ich bräuchte vielleicht irgendwas, was das auffängt. Die Frage ist was? Ah! Und wenn es Feuer ist? Au, verflucht! Ich gucke nicht ohne Grund. Es hat einen guten Grund, mein Lieber. Au! Ja, okay, es geht also alles nicht. Tja, wie wir da rankommen, erfahren wir in der nächsten Folge, meine lieben Damen und Herren, denn für heute ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und ich habe ja das Gefühl, dass wir vielleicht nicht alleine bleiben werden. Ich weiß es nicht, aber mich beschleicht da so ein ungutes Gefühl. Bis dahin, adios und bis zum nächsten Mal. Ciao.